Hey und willkommen zu einem weiteren Video hier von Rasablumi. Wir sind jetzt hier bei dem mittlerweile 13. Teil. Es tut mir ganz so leid, dass die letzte Folge keinen Ton hatte. Ich habe keine Ahnung, was da los war. Ich hoffe, wir haben jetzt Ton. Aber ich habe alles richtig gemacht. Ich habe keine Ahnung, was jetzt mit der Aufnahme falsch war. Irgendwie ist die abgestürzt, ich habe keine Ahnung. So, Bogenschützen-Sonderangebot wollen wir natürlich jetzt hier nicht. So, erstmal hier alles öffnen, den ganzen Stüttel. Sieht es jetzt hier aus, wir haben jetzt hier, alle Karten kosten 0, das ist natürlich auch gut. Aber wir werden natürlich heute wieder versuchen, ganz hoch zu kommen, weil das wird hier erstmal unser Ziel sein. Weil wir sind ja damit ganz gut hochgekommen, wir haben jetzt ja einfach mal mehrmals die Bogenschützen. Wir sind ja eigentlich ganz gut hochgekommen in der letzten Folge. Der Titel hieß ja auch, wir kommen endlich hoch. Und das hat mich jetzt auch echt mal gefreut, weil das kann ja auch nicht sein, wir sind jetzt hier seit Tausenden von Stunden irgendwie immer noch in derselben Geschichte. Und das kann halt echt nicht sein. So, Skelettkönig. Wir haben den Skelettkönig freigeschaltet in der letzten Folge. Die Frage, die ich mir jetzt stelle, ist, ob uns das jetzt so weiterhilft. Also, ich möchte jetzt hier nochmal kurz anmerken, vorher hatten wir hier den Henker drin. Und dann sah das Deck so aus. Jetzt können, haben wir jetzt den Skelettkönig. Ich kann ja jetzt nochmal mit in den Skelettkönig reinnehmen. Das Deck wird natürlich dadurch auf jeden Fall teurer. Deswegen bin ich mir nicht so ganz im Klaren, ob das funktioniert. Das ist jetzt so meine Frage. Aber wir hoffen es halt einfach mal. Aber jetzt auf jeden Fall jetzt mal gutes Spiel, viel Erfolg und den hier. Erstmal Bogenschütze auf jeden Fall rein. Nochmal Bogenschütze in die andere Lane. Wir haben jetzt hier den Skelettkönig. Also, wie gesagt, wenn das jetzt nicht funktioniert, ich meine nämlich, der Henker wird auch ist eigentlich extrem wichtig. Und das mit der Piraten, die wird ja eigentlich auch immer gern gesehen. Es ist halt immer so eine Sache, ne? Du musst halt echt mal immer gucken, wie das Ganze hier so ausschaut. Er macht das hier zurück. Okay, das kann er auch gerne machen. Das war ein ganz schlechter Sensor, das ist aber auch klar. Oh, scheiße, ich habe die Bombe gesetzt, aber naja, gut. Das kann mal passieren, ich sage auf jeden Fall mal, ups. Ups und ups. Der Magier tut da unten auf jeden Fall höllisch weh. Das kann man auf jeden Fall mal sagen. Aber wir sind jetzt eigentlich ganz unten schon ganz gut dabei. Er wirft auf jeden Fall ein Meteor drauf, aber das ist jetzt eh nicht so schlimm. Gegner das Match verlassen. Ach du heilige Scheiße. Das kann ja heiter werden. So, wir können ja hier mal den schwarzen Ritter löschen, um jetzt hier einfach mal gleich diese ganze Geschichte hier zu machen. Und ja, das Match verlassen, das ist natürlich eine ganz lustige Sache hier. Naja. Gutes Spiel, viel Erfolg und den hier. Plus 30, das ist natürlich völliger verrückte Sache. So, und wir müssten jetzt schon in Burg 5 sein. Aber sind wir eigentlich noch nicht. Aber noch. Ah, nee, doch nicht. Okay, noch nicht. Aber egal, gutes Spiel, viel Erfolg und den hier. Wir kommen jetzt langsam hoch, schlicht und allmählich. Aber das kann sich auch wieder ganz schnell ändern, wenn irgendein Kerl hier kommt. Ich weiß auch nicht, die verlassen alle das Match. Also dich alles so ein bisschen ärgerlich, muss man hier mal sagen. Wenn die alle das Spiel verlassen, ist das natürlich immer so eine Sache. So, wir spielen hier die Bogenschützen rein. Er spielt hier den Ork, das ist eigentlich grundsätzlich nicht so schlimm. Ich spiele jetzt einfach mal einen Dämon rein, in der Hoffnung, er spielt jetzt ja auch irgendwie. Ja, jawohl, ich habe seinen Dämon weggemacht. Da gibt's natürlich hier die. Da ging natürlich die Grüße raus. Das war natürlich lucky für uns, das muss man ja auch mal ganz klar sagen. Er spielt den Meteor rein, das bringt aber eben nicht so viel. Ja, ist problematisch jetzt, ne? Ich spiele jetzt einfach mal. Okay, wie machen wir das jetzt? Okay, das wird ein schönes Inferno. Aber so viel hat es jetzt leider nicht gebracht. Das ist jetzt ärgerlich. Egal, wir spielen jetzt hier mal über den Kollegen rein. Wir müssen jetzt echt ein bisschen aufpassen, was er jetzt hier macht. Ich hoffe, wir kriegen das jetzt hier. Ah, das Inferno bringt jetzt nicht so viel. Das ist gut. Okay, ich hoffe, das kriegen wir so halbwegs hin jetzt hier. Das ist natürlich super gut für uns. Dass wir den direkt weg haben. Jetzt hat er auf jeden Fall eventuell ein Problem. Er hat den ganzen Rückenkampf verloren. Jetzt können wir einfach
Skelettkönig reinbringen. Und das ist natürlich super gut für uns. Jetzt spielen wir einfach ein paar Sachen rein und jetzt hat er ein riesiges Problem, weil Schwarze Ritter ist weg. Den blitzen wir einfach weg. Und das wird jetzt ganz, ganz gefährlich für ihn. Wir bringen hier oben noch einen Golem rein. Und jetzt wird es hier ganz, ganz gefährlich. Da muss er jetzt echt aufpassen, wie er da jetzt rauskommt aus der ganzen Situation. Das wird jetzt schwierig. Jetzt kommt hier noch ein schwarzer Ritter rein. Und das sollte es dann eigentlich auch schon gewesen sein. Da ist alles weg und alles wird zerstört. Und das sollte hier eigentlich die. Das, wir sind eigentlich jetzt in Burg 5 sein. Wir sollten eigentlich jetzt in Burg 5 sein. Nehme ich jetzt mal an. Wir sind tatsächlich in Burg 5. Oh mein Gott. Wir sind in fucking Burg 5. Oh, holy moly, Macaroni. Wir sind einfach in Burg 5. Ich kann es nicht fassen. Wir sind endlich in Burg 5.